Sportklassen, Ihr Sport-2000-Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. Wir finden, dass die Rechte von Homosexuellen, Intersexuellen, Transsexuellen überall vertreten werden müssen und überall dafür gesorgt werden muss, dass man sich für diese Rechte einsetzt. Und deshalb in Leer, das gibt es hier nicht. Hier leben relativ viele Menschen, trotzdem gibt es hier keinen CSD. Ist in anderen Orten auch anders und wir dachten, warum nicht? Uns bedeutet es einfach, um für Sichtbarkeit zu sorgen. Und mir persönlich bedeutet das noch so viel mehr, weil ich selbst ja davon betroffen bin und einfach die Sichtbarkeit für Rechte einzustehen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich bin mega zufrieden, wenn ich das hier heute sehe, wie voll der Platz ist, wie viele Stände wir bekommen und wer alles sich beteiligt. Das ist so toll, weil wir jetzt wirklich nur 6 Wochen Zeit hatten und ich bin einfach jetzt gerade mega glücklich. Heute Morgen war ich noch ziemlich aufgeregt, mittlerweile bin ich mega glücklich und so zufrieden, wie viel hier ist und wie viele auch bunt sind, wie viele Flagge zeigen und dafür will ich sorgen, dass Leer bunt ist. Um 14 Uhr geht es dann los mit der Demo. Da startet hier dann am Denkmalplatz der Demozug und dann laufen wir, weiß nicht, halbe Stunde, 45 Minuten rum und dann werden wir uns ungefähr so um 15 Uhr spätestens hier wieder einfinden und dann geht's los mit verschiedenen Redebeiträgen, Musik und allem drum und dran.